schön, ich hab die Haare schön, ich hab die Haare schön. So. Oh. Ach, heute. Jetzt kennen wir uns. Tschüss. Jedes Jahr wieder ein Kracher. Bin dann Rosi, wie ist es euch? Gut? Ja, mir ist heute nicht so richtig. Ich bin ein bisschen verstrahlt. Ich habe mir vor lauter Frust gerade erstmal ein paar Ruhrpott-Tequila reingeknallt. Ruhrpott-Tequila ist bekannt hier. Ne? Rezept von meinem Mann, dem Manfred. Ich erkläre euch das kurz. Senf auf der Hand, ablecken, Doppelkorn und in eine Scheibe Fleischwurst beißen. Ah! Mmh. Oh. Hör mal. Da kommt Leben in eine Bude. Ne? Ja. Hör mal, Kumpels, ich hatte das aber auch nötig. Der Manfred, der macht mich fettig. Der liegt seit Monaten nur noch am Sofa. Gut, das ist bei dem nicht ungewöhnlich, aber langsam mache ich mir ein bisschen Sorgen. Der macht sich jetzt immer das Bier in der Mikrowelle warm. Neulich habe ich den in der Küche erwischt, da wollte er gerade eine Möhre essen. Eine Möhre, der Manfred, ohne Speckmantel. Einfach nur so eine rohe Möhre. So was hat er sonst nur im Mund, wenn er auf dem Nachhauseweg vom Stammtisch hacke stramm ins Gemüsebeet von den Pasolowskis reinfliegt. Eine Möhre. Gestern war es soweit, sagt er zu mir, du Rossi, ich muss mal mit dir reden. Reden? Der Manfred. Ich sag, warte ein paar Minuten, ich hol mir eben einen Stuhl. Ja. Ja, wenn jetzt hier das Theater losgeht, will ich wenigstens in der ersten Reihe sitzen. Ja. Leute, dann nahm das Drama seinen Lauf. Ja. Rossi, ich fühle mich so ausgebrannt, ich glaube, ich habe Burnout. Ich sag, Manfred, für Burnout muss hier vorher aber erstmal Licht aufgegangen sein. Ja. Ich meine das ernst. Rossi, ich glaube, wir werden alt. So, ja, danke, das ist mir neulich schon aufgefallen. Aber stehe ich abends nackig vor dem, sagt er zu mir, du, Rossi, dein Nachthemd ist nicht gebügelt. Ja. Schön. Ihr lacht. Bis das mal einer zu euch sagt. Ja. Ich sag, Manfred, Hauptsache deine Plauze ist prall gespannt. Sonst kannst du dir auch nichts mehr dazu verdienen. Im Stadion als Trommel. Ich sag, klar werden wir alt, aber du bist gerade mal 50 geworden. Brauchst doch nicht aus der Wäsche gucken wie so ein Schwein auf dem Weg nach Mad Eagle. Bei dem Wort Mad Eagle kriegt dir der Manfred Pipi in die Augen. Das ist ja das Problem, Rossi, das kann ich bald auch nicht mehr essen. Mein Cholesterin ist viel zu hoch. Sag, seit wann interessierst du dich für dein Cholesterin? Ja? Wer steht denn nachts auf und brät sich ein Stück Fleisch? Du hattest doch einen Adventskalender aus der Metzgerei. Ja? Weißt du? Ja. Kennt ihr die? Hinter jede Tür ein Kotelett. Roh! Ja und? Dafür habe ich für die Gesundheit neulich erst eine Möhre gegessen. Sag, dann habe ich gesehen, die Schalen hängen jetzt noch unter der Decke. Aber du musstest die Möhre ja mit der Flex schälen. Wie denn sonst? Sag, komm, ist gut. Außerdem tust du für deine Gesundheit mehr, wenn du mal eine Woche nicht am Stammtisch gehst. Da wurde er ganz weiß im Gesicht. Der hatte richtig Schweißperlen auf der Stirn. Wie? Nicht zum Stammtisch? Wieso denn nicht? Da essen wir doch inzwischen auch nur noch Salat. Ich sag, Manfred, Fleischsalat ist kein Salat. Mann! Hä? Und Kräuterschnäpse sind kein Gemüseersatz. Das weiß ich auch. Da trinke ich auch nur gegen die Kopfschmerzen. Da krieg ich Schiss. Ich sag, was hast du Kopfschmerzen? Du sagst doch immer, da gibt es nicht. Das haben die Frauen nur erfunden. Ich sag, ich glaube, du wirst wirklich alt. Sag ich doch, Rossi. Was soll nur aus mir werden? Für so eine knackige Pflegerin aus Polen, da reicht Rente ja gar nicht. Und Rossi, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste.
Ich sage, ich habe mich wohl verhört. Nur weil du Midlife-Krise hast, bin ich nicht mehr der Jüngste. Das ist ja mal wieder typisch, ne? Nebenbei, was willst du mit einer aus Polen? Die verstehst du doch gar nicht. Sagt der Manfred, eine Frau, die ich nicht verstehe, ist für mich das Paradies. Ey. Ich sag, Manfred, die einzige Frau, die du in deinem Leben jemals verstanden hast, die heißt doch Maria Kron. Ja, und Beate Uso. Ich sag, komm, Kerl, jetzt ist aber gut. Wenn du so weitermachst, dann kannst du wieder bei deine Mutter einziehen. Hör mal, war der mit einem Satz vom Sofa runter. Nee, nicht zurück zu meiner Mutter. Das war nur Spaß, aber immerhin bist du aufgestanden. Altes Hausmittel gegen Burnout. Da hilft nur Schwiegermutter auf Rezept. Aber Leute, geht's mal in Ernst unter uns. Ich mach mir langsam doch ein bisschen Sorgen. Was ist, wenn der Manfred und ich mal richtig alt sind? Von dem, was wir als Rente kriegen. Da kann ich noch einmal das Auto voll tanken. Und mit die Zähne, die wir uns leisten können, da kannst du nicht mal mit ins Gras beißen. Ja, Hauptsache die Komiker in Berlin fälschen den Bericht über die Altersarmut. Ja, die Besserverdienenden, die tun was gegen die Armut, die streichen das, ist das weg. Wenn ich darüber nachdenke, da krieg ich schon wieder so eine Krawatte. Tobi, tu mal Fett auf die Kette. Muss mal ordentlich Dampf ablassen. Komm.